Vielen Dank. Ich kann das echt bestätigen mit den Zimmern hier. Ich überlege mir gerade, ob ich das Volontariat mache und hier bleiben darf. Ist also echt toll. Du hast eben gesagt, Südasien. Ich war mit meiner lieben Frau Tabitha in Delhi und tatsächlich, also 6000 Kilometer entfernt, das ist es, wo ich das Gebetshaus hier richtig kennengelernt habe. Weil da habe ich in der Fremde natürlich Bedarf an gutem Input gehabt und den habe ich dank euch bekommen. Habe also viele Podcasts von euch gehört und bin also sehr, sehr dankbar, hier sein zu dürfen und über Jesus zu reden. Erstmal rede ich über die Zeit, in der wir uns im Moment befinden, das Jahr 2020. Und ich denke mal, alle hier, und es werden wohl alle sein, die irgendwie in sozialen Netzwerken unterwegs sind, auf Twitter, Facebook, die werden mal einen Post oder einen Tweet gelesen haben in letzter Zeit. Ich kann nicht erwarten, dass das Jahr vorbei ist. 2020 sucks. Ein ätzendes Jahr. Und dann werdet ihr sicher auch mal einen Post gelesen haben, wo drin steht, Kritik an der Regierung, dass die zu lasch ist oder zu viel macht und mit den Flüchtlingen zu wenig oder zu viel. Und wenn ich an unserer Regierung Kritik, dann an anderen und am Trump und Putin und Macron und allen, die echt Wut im Bauch haben auf das Jahr und auf die Leute, die uns regieren, kann ich sagen, es geht noch viel, viel, viel schlimmer. Und jetzt rede ich gar nicht von den Teilen der Welt, die ich in letzter Zeit auch gesehen habe neben Deutschland, sondern ich nehme euch erstmal auf eine kleine Zeitreise zurück in die 60er Jahre. Und zwar nicht die 60er Jahre des letzten Jahrhunderts, weil die gar nicht so schlecht waren, rückblickend gesehen, sondern in die 60er Jahre des ersten Jahrhunderts, also das Jahrhundert, in dem auch Jesus gelebt hat. Und in diesem 60er Jahren war ein Mann, der wohl mächtigste Mann der Welt, der jetzt nicht so der Superregent war, der Nero. Der Nero, das vergessen viele, die sich so ein bisschen den Namen kennen, der war am Anfang seiner Regierung super beliebt. Die ersten 5 Jahre, Strahlemann, großzügig, nett zu allen. Und irgendwann ist aber eine Schraube bei dem komplett locker gegangen. Dann hat er erst seinen Bruder umbringen lassen, dann seine Mutter, dann seine Frau, dann seinen Lehrer und noch ein paar tausend andere. Unter anderem viele Christen. Wisst ihr vielleicht, irgendwann hat es nochmal in Rom gebrannt. Und die Leute haben gesagt, das war womöglich der Nero, der die alte Stadt einfach weghaben will, damit er eine neue aufbauen kann. Dann brauchte der Schuldige, dann hat er die Christen genommen und auf eine extrem brutale Art zu Tode gefoltert. Also in seinem Garten festbinden lassen, mit Pech beschmiert, angezündet, sodass die Leute, die sich das angucken mussten, der hat dann so Dinnerpartys gemacht und die Leute haben sich das angeguckt, die mussten sich teilweise übergeben, konnten nicht hingucken und der Nero hat seine Freude gemacht und gehabt und dazu Musik gemacht. Ganz furchtbare Zeit. Aber da hat es noch nicht aufgehört mit den ganzen Schrecknissen. Dann wollte er die Stadt neu aufbauen, dann braucht er Kohle. Dann hat er gedacht, der Tempel in Jerusalem, da ist noch ein bisschen Cash, können wir uns was holen, und hat damit die Grundlage für diesen jüdischen Krieg gelegt, bei dem zigtausend Juden auf üble Art gekreuzigt, ausgehungert, umgebracht wurden. Das war echt so eine Art Holocaust, nicht dieselbe Dimension wie im letzten Jahrhundert, aber sehr, sehr schrecklich. Also die 60er Jahre des ersten Jahrhunderts, eine furchtbare Zeit. In diesen 60er Jahren schreibt ein Mann, ein paar Jahre älter als ich, der auch Markus heißt, ein Buch. Und das Buch erscheint, kursiert unter Christen und fängt an mit einem Satz, der so ein bisschen aus der Zeit gefallen scheint. Also wie gesagt, furchtbare Zeit, furchtbarer Herrscher, der sich selber, die römischen Kaiser nannten sich Götter oder Söhne von Göttern. Und der Markus fängt aber seine Geschichte an mit dem Satz, dies ist das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Noch ein bisschen übersetzt, könnte man auch sagen, das ist die Erfolgsgeschichte von Jesus, dem Messias, dem Sohn Gottes. Jetzt werden sich Römer, die das mitgekriegt haben, die keine Christen waren, erstmal gedacht haben, ganz schön kess und mutig, dass von einem die Rede ist, der hier der Sohn Gottes ist, wo doch der Kaiser sagt, er ist der Sohn Gottes. Und zweitens werden sich Römer gedacht haben, haben die denn einen an der Waffel, die Christen? Erfolgsgeschichte, Sohn Gottes, Messias, es ist doch total ätzend gerade und die Christen gibt es wahrscheinlich bald gar nicht mehr. Nicht? Die werden doch gerade alle platt gemacht. Gibt eh nur so ein paar tausend in der ganzen Welt
und die sind ausgegrenzt und marginalisiert, ist doch bald vorbei, der Spuk. So, wieder im 20. Jahrhundert oder das 21. Wir wissen mittlerweile, es war wirklich eine Erfolgsgeschichte. Christentum, größte Weltreligion, und zwar die einzige Weltreligion, die wirklich auch den Namen Weltreligion verdient, weil sie nämlich ziemlich gleichmäßig über alle Weltteile verteilt ist. Also heutzutage, und das ist eine neue Entwicklung, gibt es ungefähr genauso viele Christen, Lateinamerika, Nordamerika, Europa, Asien, Afrika. Mit einer Tendenz eher in die südliche Hemisphäre und dahin, wo das Christentum ursprünglich herkommt, nämlich an der Schnittstelle Afrika, Asien, Europa. Es gibt viele schlaue Bücher, die sich die Frage stellen, warum war das Christentum so erfolgreich? Ist ja komisch, nicht? Die waren machtlos und dann irgendwann explodierte das. So, was ist der Grund? Und meine einfache Erklärung ist, das liegt an der Schwerkraft. Schwerkraft, also ich war in Physik nicht gut, aber so viel weiß ich, Schwerkraft heißt, wer schwerer ist, hat mehr Kraft, mehr Anziehungskraft. Das heißt, wir fallen von oben nach unten, weil die Erde ein bisschen schwerer ist als wir. Wenn der Jupiter direkt über mir schweben würde, dann würde ich aber nicht auf die Erde fallen, sondern Richtung Jupiter, weil er schwerer ist und mehr Anziehungskraft hat. Und die größte Kraft hat Gott und Gott hat die größte Anziehungskraft, auch wenn die verborgen ist. Und das ist für mich die Erklärung dafür, dass seit 2000 Jahren eine unsichtbare Anziehungskraft vom Evangelium, von der Erfolgsgeschichte von Jesus Christus ausgeht. Auch wenn es im Moment in Deutschland nicht immer den Anschein hat, denn die Anziehungskraft des Christseins in Deutschland scheint ja zurückzugehen. Die Zahlen der Mitglieder in den Kirchen schrumpft und in den Kirchen schrumpft laut Umfrage die Zahl derer, die wirklich glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist. Auch dafür gibt es eine Ursache. Das liegt nicht daran, dass wir so viel aufgeklärter sind und so viel mehr wissen. Es liegt einfach an dem Wohlstand, an dem massenhaften, lange anhaltenden Wohlstand. Und das ist tausendfach erprobt, auch experimentell in psychologischen Experimenten. Wohlstand fördert Selbstsicherheit, Selbstbezogenheit, Religionslosigkeit, ein Stück weit Bindungslosigkeit, auch ein Stück weit Gottlosigkeit. Die gute Nachricht, der Wohlstand wird nicht ewig anhalten. Es wird auch anders werden. Und ich bereite euch schon mal darauf vor, dass ihr euch darauf vorbereitet, dass die Räume wieder offener werden. Und auch in Deutschland, da bin ich fest davon überzeugt, ein größerer Hunger für die Erfolgsgeschichte von Jesus Christus da sein wird. Wir müssen nur schon mal im Kopf umschalten. Ich bin jetzt in Augsburg, jetzt weiß ich nicht, wie viele FC Augsburg-Fans hier gibt. Ja, ich komme aus Leipzig, ich bin kein Leipzig-Fan, weil ich ursprünglich aus Duisburg komme. Ich bin Bayern-Fan. Und ich hoffe, auch die Augsburg-Fans unter euch und alle anderen haben mit den Bayern mitgefiebert, als sie jetzt neulich gegen Paris Saint-Germain gewonnen haben. Und was sagten nachher die Taktikexperten, woran lag's? Neben dem tollen Kader und neben dem tollen Pressing, dass sie sehr vorne immer attackiert haben, dass sie das Umschaltspiel so schnell konnten. Das heißt, wenn die den Ball verloren haben, haben die sofort von Offensive auf Defensive umgeschaltet und wenn sie den Ball wieder gewonnen hatten, zack, wieder nach vorne und versucht, eine Torchance herauszuspielen. Und das brauchen wir Christen auch. Ich glaube, viele fühlen sich in der Defensive, fühlen sich ein Stück mutlos, haben das Gefühl, die Räume werden enger und ich ermutige uns dazu, dass wir uns bereit machen, es geht wieder nach vorne, umschalten. Und dafür habe ich ein Buch geschrieben und das Buch ist dick. Deshalb, ich zeige es nur einmal. Dickes Buch, so, schweres Buch. Und ich wollte damit auch ein Statement machen und sagen, das Christentum hat Gewicht. Das ist nicht mal so ein kleines Traktat, was man gibt. An Jesus ist viel Substanz, das ist auch schwer im guten Sinne. Das Jesusbuch ist mein 12. Buch. Das sage ich jetzt nicht, um zu sagen, ich habe jetzt 12 Bücher geschrieben. Die Frage, die ich mir selber stelle, ist, warum braucht es so lange, bis ich endlich ein Buch über Jesus schreibe? Weil ich habe über alles Mögliche, oft Christliche, geschrieben. Ich habe über christliche Literatur und über christliche Musik und über christliche Filme geschrieben und über Glaube und über Liebe und über Hoffnung und über das Böse und alles Mögliche. Und erst beim 12. Buch komme ich bei Jesus an. Und ich führe das darauf zurück, dass ich zwei Geschichten aufgesessen bin, von denen die erste eigentlich ganz gut ist, ich habe die nur falsch begriffen und die zweite ist ganz falsch. Und die haben mich ein Stück davon abgehalten, ein Buch über Jesus zu schreiben. Die erste Geschichte kennt jeder, der aus dem christlichen Kontext kommt wie ich. Ich bin Pfarrerskind
Und ich habe, seit ich denken kann, immer biblische Geschichten vorgelesen gekriegt und die sogenannte Heilsgeschichte erklärt bekommen. Nicht? Die Heilsgeschichte fängt an bei der Schöpfung der Welt, wie in der Bibel. Sündenfall, dann gibt es viel hin und her im jüdischen Volk. Irgendwann kommt Jesus und dann ist auch schon Schluss. Wenn die Bibel ein Tatort wäre, dann wäre das so, am Anfang alles schön, nach 5 Minuten passiert ein Mord, dann wird eine Stunde lang der Täter gesucht und kurz vor Schluss kommt der super, super, super Detektiv, löst alles auf und dann ist er schon wieder weg. Und ich bin sozusagen mit der Vorstellung aufgewachsen, dass Jesus total wichtig ist, aber er ist Teil einer großen Geschichte, er ist fast wie so eine Episode. Und ich glaube gar nicht so sehr nur an Jesus, sondern ich glaube an die Geschichte. Und ich glaube nicht so sehr an eine Person, sondern an ein Glaubenssystem. Und deshalb habe ich viele Bücher über den Glauben geschrieben, schön systematisch, aber nicht über Jesus. Bis ich entdeckt habe, Jesus ist der Kern und ist die Essenz und das ist mehr als eine Systematik und auch mehr als ein Plot. Die zweite Geschichte, viel verbreiteter, viel gefährlicher, ist die Fortschrittsgeschichte. Fortschrittsgeschichte ist genau andersrum, da passiert Jesus ziemlich am Anfang. Fortschrittsgeschichte geht davon aus, früher waren die Leute ein bisschen primitiv und ein bisschen doof, haben alles Mögliche geglaubt, waren auch ziemlich brutal. Dann kommt Jesus, macht ein paar tolle Sachen, erzählt schöne Geschichten, gibt ein paar gute Weisheiten. Dann ist erstmal nicht viel, weil dann kommt das Mittelalter, wo alles ganz schrecklich ist. Und so ab der Neuzeit mit der Aufklärung wird es dann allmählich hell. Und jetzt ist es eigentlich ganz toll, weil wir sind die Spitze des Fortschritts. Und Jesus ist so ein Teil der Geschichte, der hat auch echt gute Impulse gesetzt, das war ein echt guter Lehrer, aber er ist wirklich nur eine Episode und er ist auf keinen Fall Gott. Und diese Geschichte, die sehr beliebt ist, auch in meinem Umfeld, als ich studiert habe, die habe ich nicht geglaubt, aber ein Stück weit hat die mich entmutigt und hat mich dazu gebracht zu sagen, naja, vielleicht will ich gar nicht so genau wissen, wie das mit Jesus war. Vielleicht entdecke ich dann ja was, was mir meinen Glauben wieder nimmt und das möchte ich nicht. Also bleibe ich so ein bisschen im Ungefähren und lese so ein paar Bücher von Leuten, die sich mit Jesus beschäftigt haben und vertraue denen und untersuche das nicht selber. Bis vor 7 Jahren ein Buch auf den Markt gekommen ist, hat vielleicht der eine oder andere mitbekommen, mit dem Titel Zelot, Untertitel habe ich vergessen, das Leben von Jesus von Nazareth. Dünnes Büchlein von einem Mann, der mal Christ war, der dann Muslim war, der jetzt Pantheist ist und der die überhaupt nicht neue These vertreten hat, Jesus war ein Freiheitskämpfer, der auch gar nicht andere Ambitionen hatte, als die Römer irgendwie zu bekämpfen, hat aber nicht ganz geklappt, ist gekreuzigt worden, Story zu Ende. Das Buch wäre auch gar kein Erfolg geworden, wenn ich in den USA Fox News das Buch verrissen hätte und gesagt hätte, wie kann ein Muslim ein Buch über Jesus schreiben. Und dann wurden alle hellhörig, dann wurde das Buch ein Bestseller und kam auch in Deutschland in die Buchgeschäfte und war ein relativ großer Erfolg. Jedenfalls ein größerer Erfolg als viele andere Jesusbücher. Und irgendwie hat mich das angepiekst. Und da habe ich gedacht, jetzt will ich auch mal ein Buch schreiben. Wenn dieser Journalist sowas schreibt, 200 Seiten, schlecht recherchiert, habe ich relativ schnell gemerkt, mache ich mich da selber ran. Und am Anfang tatsächlich mit Respekt, weil ich gedacht habe, ich bin gelernter Historiker, ich bin aber kein Theologe und weiß, was weiß ich, was da noch kommt. Das Tolle war, ich wurde immer mehr in die Geschichte reingezogen, ich wurde immer begeisterter, das Buch wurde immer dicker. Das kann auch meine Frau bezeugen, dass ich andauernd um die Ecke kam, ich habe was Neues entdeckt, wird ja noch toller, muss auch noch rein. Am Anfang sollten es auch 200 Seiten werden, jetzt wie gesagt 1000 Seiten. Und die kann ich euch jetzt nicht im Einzelnen vortragen. Kann ich schon, wären wir noch am Samstag hier, wenn ich es vorlesen würde. Ich will euch so ein kleines Best-of meiner wichtigsten Entdeckungen über Jesus mitgeben. Ob das wirklich die wichtigsten sind, weiß ich gar nicht. Aber jetzt bei der Vorbereitung habe ich gedacht, das liegt mir echt am Herzen. Das möchte ich weitergeben. 12 Entdeckungen über Jesus, die euch hoffentlich helfen, diese Erfolgsgeschichte noch toller zu finden. Entdeckung Nummer 1 hängt ein bisschen zusammen mit dem, was ich eben gesagt habe. Wir sind tatsächlich über Jesus bestens und zuverlässig informiert. So, ich habe eben angedeutet, dass das in Deutschland nicht alle sehen. Noch bevor das Buch rausgekommen ist, habe ich
ein kleiner Teaser geschrieben. Kurzen Artikel, der kam in der evangelischen Zeitschrift Idea, ist erschienen und prompt hat sich ein Herr bei mir gemeldet, der das alles ganz schrecklich fand, was ich da geschrieben habe, von wegen, man wüsste über Jesus Bescheid. Und der schrieb mir, Ihr Buch scheint mir ein typischer Ausdruck einer religiös-apologetischen Haltung zu sein. Tatsache ist aber, Christentum ist Mythologie. Theologen formulieren meist nicht so deutlich, weil sie auch immer Exponenten der Kirche sind. Aber in ihren neutestamentlichen Kommentaren wird eigentlich genau dies ausgesagt. Es waren alles Mythen, die aus der Umgebung auf Jesus übertragen worden sind und Übertreibungen, fromme Erfindungen zum Zwecke der Mission. Mit anderen Worten, Neue Testament, vor allem die Evangelien, ziemlich frei erfunden. Das Gegenteil ist richtig. Wir haben, was wir von eigentlich gar keiner wesentlichen antiken Persönlichkeit haben, wir haben 4 Biografien von unterschiedlichen Personen, die im Abstand von ungefähr einer Generation zu den Ereignissen verfasst wurden. Das ist toll. Dazu haben wir noch in verschiedenen Briefen, anderen christlichen Schriftstücken Bezüge. Wir haben auch in nichtchristlichen Texten Hinweise auf Jesus, seinen Kreuzestod. Aber vor allem haben wir diese 4 unterschiedlichen Biografien. Markus, Matthäus, Johannes, Lukas. So, mal ein Vergleich. Tiberius. Tiberius war der Kaiser, der zur Zeit von Jesus regiert hat in Rom. Was wir über Tiberius wissen, verdanken wir im großen Teil Biografien, die ungefähr 100 Jahre nach den Ereignissen verfasst wurden. Tacitus, Sueton, Cassius Dio. Ein anderer, Religionsstifter Mohammed, was wissen wir über den? Was wir an biografischen Infos über Mohammed haben, kommt aus einer Biografie, die 150 Jahre nach dessen Tod angeblich verfasst wurde, die dann aber verschollen ist und in einer überarbeiteten Version 200 Jahre, also 2 Jahrhunderte nach dem Tod, dem angeblichen von Mohammed erschienen ist und nur eine einzige. Von Buddha, was wir über Buddha wissen, das kommt aus einem Schriftstück, was ungefähr 500 Jahre nach den entscheidenden Ereignissen passiert ist. Also ein halbes Jahrtausend, mit anderen Worten, kann man komplett vergessen. Über Buddha wissen wir null. Jesus dagegen 30, 35, 40 Jahre später, ganz nah dran, basierend, wie sich auch unter Forschern allmählich herumspricht, auf Augenzeugenberichten. Markus zum Beispiel, der wichtigste Augenzeuge, den der permanent verwendet, ist der Petrus. Also super informiert über Jesus. Erste Entdeckung. Zweite Entdeckung. Jesus kam nicht in irgendeine beliebige Zeit hinein, sondern in eine Phase der Weltgeschichte, wo die Welt auf ihn wartete. Wer sich mit dem christlichen Glauben beschäftigt, weiß, dass die Juden auf den Messias warteten und vor allem zu der Zeit von Jesus die Messias-Erwartung, auch durch den Druck, der von Rom ausging, extrem hoch war. Es gibt sehr viele Schriftstücke, auch aus der Zeit von Jesus, wo die Erwartung auf den Messias eine große Rolle spielt. Ein Retter, der endlich kommt und tatsächlich 40 Jahre nach dem Tod von Jesus wird ja Jerusalem und im Prinzip der ganze israelische Staat komplett ausgelöscht auf die grausamste Art und Weise. Also eine unglaublich intensive Erwartung bei den Juden. Aber nicht nur bei denen. Platon, der große Philosoph, Schüler von Sokrates, Lehrer von Aristoteles, schreibt an 2 Stellen davon, dass die Menschheit in so einem Dunkeln wandert, dass sie nicht so richtig begreifen, wie die Realität beschaffen ist. Dass es aber jemanden geben könnte, der ihnen das Licht bringt und die Wahrheit bringt. Und dann sagt der Platon über diese Person, wenn es so eine Person gibt und die zu uns kommt und uns sagt, wie die Dinge wirklich sind, dann wird diese Person gekreuzigt werden. Hammer, 400 Jahre vor Jesus. Irrsinn. Aber es wird noch interessanter. Ungefähr 40 Jahre bevor Jesus zur Welt kommt, schreibt der römische Redner und Staatsmann Cicero ein Büchlein mit dem Titel Das Wesen der Götter. Erscheint in das Jahr 45, widmet er seinem Freund Brutus. Ein paar Jahre später gibt es weder den Brutus noch den Cicero. Hat der Augustus beide kalt gemacht, der spätere Kaiser. Und in diesem Buch, Das Wesen der Götter, protokolliert der Cicero eine Religionsdiskussion, die tatsächlich stattgefunden hat, wo sich 3 der klügsten Römer in so einer Villa treffen und darüber reden, gibt es eigentlich Götter? Und wenn ja, was sind denn das für, was wissen wir von denen?
Und da gibt es drei Personen in diesem Gespräch. Der eine ist wie heute so ein Agnostiker, Atheist, also ein Epikureer hieß das damals, der sagt, wahrscheinlich gibt es gar keine Götter und wenn ja, kann uns es völlig egal sein, die haben gar nichts mit uns zu tun, also irrelevant. Der andere ist ein Platoniker, der sagt, es gibt Götter, aber wir Menschen können über die nichts wissen. Und der dritte ist einer der Vertreter der damals populärsten philosophischen Strömung, ein Stoiker. Und der sagt, ja, es gibt Götter, wahrscheinlich gibt es sogar nur einen Gott. Und wir wissen das, weil das eigentlich aus der Beschaffenheit der Natur klar ist. Das muss einer gemacht haben. Also die Argumente, die dieser Stoiker bringt, heute wird man sagen Intelligent Design, nicht? Also schließt von der Beschaffenheit der Welt auf einen Schöpfer und sagt, auch dieser Schöpfer, der hat auch einen Plan für diese Welt und auch für uns. Und wir müssen dem sozusagen nachforschen und nachgehen und ein gutes Leben leben. Und der Cicero ist nachher so der Schiedsrichter und hört sich die Argumente an und sagt, na, wahrscheinlich hat der Stoiker recht. Weil ja, es ist wahrscheinlich, es gibt einen Gott. Und es ist wahrscheinlich, dass wenn es einen Gott gibt, der auch irgendwas mit dieser Welt machen will. Das ist der Stand 40 Jahre vor Jesus. Das ist der Stand der Debatte. Das heißt, die klugen Leute glauben, es ist da was. Das einzig Blöde ist, der hat sich noch nicht offenbart. Es gibt jede Menge Tempel. Und die klugen Leute wissen, die Götter, die da verehrt werden, die sind wahrscheinlich nicht real. Irgendwo ist der Reale, aber wo ist er? Und in diese Zeit wird dann Jesus kommen. Es gibt noch ein paar andere Vorhersagen. Der Dichter Vergil sagt die Jungfrauengeburt hervor. Also nicht nur in der jüdischen Welt gibt es diese Erwartung, sondern auch in der nicht-jüdischen Welt. Dritte Erkenntnis. Das Licht, Jesus, kommt in eine Zeit tiefster Dunkelheit. Auch das ist nicht ganz unumstritten. Vor ein paar Jahren erschien ein Buch, im Englischen The Darkening Age, übersetzt das Verdunklungszeitalter. Auf Deutsch heißt das die Zeit des Zorns oder Zeitalter des Zorns. Und gemeint sind damit die Christen. Und die These hinter diesem Buch, geschrieben von der Tochter einer Nonne und eines Mönchs, die beide aus der Kirche raus sind und deshalb Frust auf die Kirche hatten. Diese Tochter davon hat dieses Buch geschrieben. Und die These ist, unter den Römern war es ziemlich lustig und tolerant und sinnesfroh. Und dann kamen die Christen und haben das Licht ausgemacht. Diese Annahme über die römische Zeit trifft tatsächlich zu. Ja, es war eine sinnenfrohe und fröhliche Zeit für 10.000 Leute. Für die anderen 50 Millionen nicht so sehr. Und vor allem nicht für die 5 Millionen Sklaven. Rom war damals auf dem Höhepunkt seiner Macht und das war auch gleichzeitig sein Untergang. Im ersten Jahrhundert vor Christus ist durch die immer mehr Eroberungen, die die Römer gemacht haben, ein wahnsinniger Cash nach Rom reingeflossen, aber auch extrem viele Sklaven. Die Sklaven haben dann die ganze Drecksarbeit gemacht. Zu der Drecksarbeit gehörte auch die Sexarbeit. Rom war eine Zeit, in der Pornografie und Prostitution richtigen Peak hatte und wenn einer als Sklave in den Haushalt verkauft wurde, gehörte ganz selbstverständlich zur Aufgabenbeschreibung dem Herrn, den Söhnen und wer auch immer Lust hatte, sexuell zu Diensten zu sein. Und wehe, wenn nicht. Sklaven hatten so viel Rechte wie heutzutage ein Computer oder ein Werkzeug, nämlich gar keine. In dem Jahrzehnt, das ich am Anfang beschrieben habe, den 60er Jahren, also 30 Jahre nach Jesu Kreuzigung und Auferstehung, aber sozusagen immer noch aussagekräftig über die römische Zeit im ersten Jahrhundert, passierte Folgendes. Ich erzähle das mal ganz kurz, damit man hier mal so ein Gespür davon kriegt, in was für eine Welt Gott sich offenbart hat. Da wurde der Bürgermeister von Rom, der Stadtpräfekt, aber das war so viel wie ein Bürgermeister, der wurde ermordet von seinem Sklaven. Stellte sich heraus, der Bürgermeister wollte einen anderen Sklaven vergewaltigen. Dessen Freund kam dem zu Hilfe, hat den Bürgermeister umgebracht. So, jetzt gab es in Rom ein Gesetz, dass wenn ein Sklave einen Römer tötet, müssen alle Sklaven, die auch zu diesem Zeitpunkt auf dem Gelände waren, alle gekreuzigt werden. Das waren in dem Fall 400. Männer, Frauen, Jugendliche, Kinder, Kleinkinder. Wurden alle zum Kreuzigen verurteilt. Das ging selbst den Nachbarn zu weit, weil die kannten die Sklaven, die haben die immer eingekauft.
Und es gab Rebellion und Demos, dass das nicht passieren soll. Der Senat hat aber bekräftigt, nein, damit wir zukünftige Aufstände, denn davor hatten die Römer eine riesige Angst, dass die Sklaven mal wieder aufstehen, wie beim Spartakus, verhindert werden, zur Abschreckung. Alle bis hin zu den Kindern aufs Grausamste ermorden. Dann wurden die alle in so einer Prozession abgeführt und gekreuzigt. 400. Das war die helle römische Zeit, in die angeblich die Christen die Dunkelheit gebracht haben. Nein, das Gegenteil, es war eine sehr dunkle Zeit für Minderheiten, auch für Frauen, die von Männern sexuell sehr stark ausgebeutet wurden, für Sklaven, für alle, die nicht zur Elite gehörten. Vor allem auch für die unterjochten Völker, die Juden haben das ja auf die grausamste Art dann zu spüren bekommen. Vierte Entdeckung über Jesus. Jesus und seine Bewegung war eigentlich chancenlos. Ich bin selber Journalist und habe 12 Jahre auch politische Berichterstattung in Berlin gemacht, im ARD-Hauptstadtstudio. Ich kenne mich so ein bisschen aus, wie Macht funktioniert. Und tatsächlich ist es in der Welt so, wer mehr Macht hat, gewinnt leichter. Es setzt sich der durch, der den längeren Hebel hat, der mehr Ressourcen hat, der die größeren Heere hat, der mehr atomare Abschreckung hat und der Schwächere unterliegt. Nach diesem Gesetz hätte das Christentum überhaupt gar keine Chance gehabt. Nicht, denn es nahm nicht in Rom seinen Anfang, noch nicht mal bei den Persern, die auch mächtig waren, noch nicht mal bei der jüdischen Elite in Jerusalem, sondern in Galiläa. Und auch da noch nicht mal bei der intellektuellen Elite, sondern im Handwerksmilieu und auch da bei einer Frau, bei einer jungen Frau, bei einer noch nicht verheirateten Frau, bei der Maria. Kleiner Vergleich, Entstehung des Islam, da ist überhaupt nichts wundersam dran. Nicht? Zu der Zeit, als der Islam groß wurde, gab es noch zwei andere große Mächte, das war das Oströmische Reich Byzanz, es gab die Perser, die haben sich gegenseitig immer bekriegt, die Araber waren dazwischen, haben Handel getrieben, haben mal den unterstützt, mal den. Dann kam noch irgendwann eine Seuche dazu, die sehr viele Leute in Byzanz das Leben gekostet hat und irgendwann haben die Araber die Gunst der Stunde genutzt und gemerkt, die haben sich gegenseitig aufgerieben, jetzt ist auch noch die Pest da, jetzt können wir uns den ganzen Nahosten und Nordafrika und Nadel reißen. Das ist ihnen dann auch gelungen und auf die Art wurde dann die neue Religion, der Islam, auch stark verbreitet. Militärisch, nach dem Gesetz der Stärke und der Macht, ganz plausibel, nichts Wundersames. Christentum steht am Anfang der Besuch eines Engels beim ungefähr 15-jährigen Mädchen in Galiläa. Irgendwann ist da halt der Engel Gabriel in der Erscheinung oder was auch immer, wie die Maria den wahrnimmt. Und ich schätze mal, die Maria hat schon genug auch von ihren Eltern und anderen gehört über Erwartungen, auch apokalyptische Erwartungen der Juden. Und insofern kannte sie den Gabriel, denn in vielen jüdischen Schriften, die damals kursierten, die nicht alle in der Bibel sind, in anderen Schriften, war von dem Gabriel schon der Rede. Schon die Rede, Gabriel ist eigentlich zwei Namen, Gabriel, Gott ist meine Stärke. Und wer so ein bisschen sich mit jüdischer Apokalyptik auskannte, wusste, das ist der Chefoffizier Gottes, der befehligt zusammen mit dem Michael das himmlische Heer. Wenn der kommt, das ist ungefähr so wie bei Avengers, wenn der Captain America kommt oder der Thor kommt und so, dann geht's richtig ab. Also Gabriel kommt und sagt, Ansage, der Messias kommt bald, du wirst ihn zur Welt bringen. Und die Maria bricht kurz darauf in Jubel aus und sagt, jetzt kommt Gott und greift ein und er sagt, er wird die Hungrigen satt machen und die Reichen werden leer ausgehen. Und sie sagt das nicht, weil sie naiv ist, sondern weil sie weiß, wenn Gott seinen Chefoffizier auf die Welt schickt, dann geht die Sache klar. Und das ist wichtig, um auch das Wesen und das Leben und auch die Nachwirkung Jesu zu verstehen. Die himmlischen Heere stehen hinter ihm. Und das hat sich in den letzten 2000 Jahren auch gezeigt, sonst kann man das alles nicht verstehen. Denn sonst stand gar keiner hinter Jesus. Also, vierter Punkt, eigentlich chancenlos, aber dann doch. So, jetzt habe ich ein bisschen was zur Vorgeschichte erzählt. Fünfte Entdeckung betrifft Jesus selbst. Was war Jesus denn für ein Typ? Nicht? Es ist, man lernt ja viel als Christ über das, was Jesus erzählt hat und gemacht hat und gesagt hat. Aber wie Jesus als Mensch war, das muss man sich ja so ein bisschen zusammensuchen in der Bibel. Es gibt ja nicht so einen Steckbrief und Porträt. Nicht, gibt ein paar dürre Angaben, dass er 30 war, das war nach damaligem Verständnis das allerbeste Alter. Mit 30 warst du erwachsen, vor 30 noch nicht, aber mit 30 warst du auf deinem Peak. Also, Jesus startet seine öffentliche Laufbahn
auf dem Höhepunkt, auf dem biologischen und intellektuellen Höhepunkt, wie man es damals begriff. Und jetzt meine fünfte Entdeckung, Jesus war der perfekte Mensch. Und mit perfekt meine ich jetzt nicht, woran man zuerst denkt, dass er sündlos war. Ja, klar auch, aber irgendwie sündlos ist auch ein bisschen langweilig, hat halt keine Fehler gemacht. Ich meine perfekter Mensch im Sinne von, er war der vollendete Mensch, wie wir uns auch heute noch den tollen Typen vorstellen. Fing damit an, dass bei den Römern damals war es absolut nicht angesagt, dass vornehme Leute was mit ihren Händen machten, dass die arbeiteten für ihre Existenz, das mussten andere machen. Jesus dagegen, Handwerksbetrieb aufgewachsen, nicht, der konnte zimmern, der konnte sicher zimmern, der konnte kochen, der konnte angeln. Nicht, am Ende im Johannesevangelium sehen wir, wie er so ein Barbecue macht, also der war hands-on. Zweitens, richtiger Mensch, der hat sich nicht wie andere Reiche damals in der Sänfte rumtragen lassen. Hätte er ja sagen können, hab 12 Jünger, wechseln sich ab, ich lasse mich hier rumtragen. Oder ich sitze auf dem Pferd, sondern der läuft. Und wenn man sich mal die Evangelien anguckt, wie oft er nach Jerusalem geht und dann hier hin und da hin und auf den Berg und wieder runter. Ich habe mal jetzt so eine ein bisschen oberflächliche Rechnung angestellt. Ich komme bei 3 Jahren auf ungefähr 10.000 Kilometer, die er gegangen ist. In praller Hitze, nicht? Ist ja auch heiß da, gerade im Sommer. Der war richtig gut unterwegs. Richtiger Walker, richtiger Trailman. Nicht? Heute sehr attraktiv wäre er heute. So, dann Naturbursche, gerne in der Natur, gerne unter freiem Himmel. Noch lieber unter Menschen, sehr gesellig. Nicht? Dann lesen wir dauernd, dass er sich mit seinen Jüngern küsst, dass er die umarmt, also auch so ein Hugger, ein Kisser. Gar nicht keep your distance. Finde ich toll. Also, und eine laute Stimme hat er auch noch, wenn einer so 10.000 Leute auf einmal beschallt, da ist schon Kraft dahinter. Was er dann nachher, nachdem er schon viel gelaufen ist, in der Kreuzigung erduldet, zeugt ja davon, was für ein sehr resilienter Mensch er war. Ein richtiger Vollmensch. Ich sehe da Jesus, in Jesus sehe ich richtig den Schöpfer der Welt, der in seine Schöpfung kommt und sagt, ich habe da Bock drauf. Ich genieße das, ich brauche gar nicht irgendwelche Partys oder irgendwelche Zusätze und Geschmacksstoffe und irgendwelche Verstärker. Ich esse das, wie es hier ist und ich finde das toll, weil ich habe es ja gemacht. Nicht? Der liebt Menschen, der liebt das Leben. Sechste Entdeckung, für mich die wichtigste Eigenschaft von Jesus. Jesus war großzügig. Ich denke mal, wenn ich eine Umfrage machen würde, was findet ihr bei Menschen total unattraktiv, dann würdet ihr sagen, ihr könnt keine Leute leiden, die nur euch absaugen, die nur Energie wegnehmen, die euch die Zeit klauen, die eure Ressourcen klauen und nie was zurückgeben. Umgekehrt mögt ihr Leute, die großzügig sind, die sich Zeit für euch nehmen, die zuhören, die ein Geschenk machen, die eine Runde ausgeben. Ich finde jeder toll, wenn man mit Freunden weggeht und einer sagt, komm, geht auf mich, mach ich. Jesus hat gerne einen ausgegeben. Hochzeit von Kana haben wir gehört, das erste Wunder, 600 Liter. Das letzte Wunder, das letzte große Wunder, bevor er den langen Marsch nach Jerusalem antritt, an dessen Ende er gekreuzigt wird, ist ja die Speisung der 5000. Die findet statt kurz nachdem der Herodes seine exklusive Geburtstagsparty gemacht hat, wo Johannes der Täufer umgebracht wurde. Grausam, schlimm, ausbeuterisch. Jesus lädt 5000 Leute zu so einem, ja, heute wird man wahrscheinlich so Pommes mit Burgern oder so, nicht? Das war schon gutes Essen, was sie gekriegt hatten. Die hatten Spaß dran. Und was ich ganz toll finde, er lässt die Leute aber nicht spüren, dass er hier generös aus seinem Überfluss was abgibt, sondern er bezieht die mit ein. Nicht? Bei der Hochzeit von Kanaan lässt er ja die großen Krüge da füllen mit Wasser. Also nicht, er verwandelt das zwar, aber die müssen mit anpacken. Oder bei der Speisung der 5000 macht er was mit den Broten und den Fischen, die Leute mitgebracht haben, ein Junge mitgebracht hat. Und auch vielleicht kennt ihr das aus eurem Leben, wenn ihr so Freunde habt, die sehr, sehr reich sind und die dann immer sagen, ja, mach ich. Euch aber dabei spüren lassen, ihr könnt überhaupt nichts beitragen, ihr seid so ein bisschen Almosenempfänger, das ist nicht schön. Und Gott hätte und Jesus hätte allen Anlass gehabt, das so zu machen. Immer seine Jünger alle spüren lassen, ich bin hier im Driver Seat, ihr dürft ein bisschen mitfahren, ein paar Meter, aber eigentlich spielt ihr keine Rolle. Das ist nicht Jesus, sondern Jesus gibt auf eine Art, die anderen Leute mitnehmen, finde ich ganz toll. Er ist auch großzügig,
wenn es darum geht, Aufmerksamkeit zu schenken. Man kann ja darüber streiten, was so die größten Momente in der Weltgeschichte sind. Zerschlagung des gordischen Knotens durch Alexander oder wenn Julius Caesar den Rubikon überquert oder wenn der Luther die 95 Thesen an die Kirche hämmert oder die Landung auf dem Mond. Jetzt könnte man sagen, als Christ wahrscheinlich Kreuzigung und Auferstehung. Meine Lieblingsgeschichte und meine schönste Geschichte der Weltgeschichte ist die von Jesus und der blutflüssigen Frau. Weil das eine Geschichte ist, die gibt es sonst nirgendwo. Weil die so empathisch und schön ist, dass man sich fragt, warum haben die überhaupt erzählt? Aber wenn man dann nachliest, merkt man, warum das ist. Um euch noch mal ein bisschen auf den, wer es nicht so präsent hat, die so ein bisschen euch ins Gedächtnis zu rufen. Jesus ist gerade nach einer stressigen Zeit in Kapernaum angekommen und dann hat er auch schon den nächsten Job zu erledigen, ein lokaler Prominenter, dessen Tochter liegt im Sterben und Jesus soll die schnell noch retten. Wahnsinnige Hektik, alle drängen ihn und die Jünger sind auch total engagiert dabei, weil die denken, boah, das wäre total super, dieser Typ, dessen Tochter jetzt im Sterben liegt, das ist der Synagogenchef, der ist total wichtig, vielleicht können wir den ja dadurch bekehren. So. Also alle drängeln und unterwegs kommt dann eine Frau an Jesus ran, fasst ihn an und bringt den ganzen Zug zum Stoppen, denn die Frau ist nicht irgendwer, sondern das ist eben eine blutflüssige Frau, die außerhalb der Regel permanent Blutungen hat. Und die war für die Leute ungefähr so attraktiv wie heute ein Superspreader mit Corona. Wer an die rankam, musste in Quarantäne, weil der war dann auch beschmutzt. Also total toxisch. Diese Frau war lebendig tot. Keiner wollte an die ran. Also alle hell entsetzt, dass die hier Jesus begrapscht. Und Jesus nimmt sich Zeit für die Frau. Alle drängeln ihn, jetzt macht Tempo, das Mädchen liegt im Sterben. Er sagt zu der Frau, meine Tochter. Ganz zärtliche Anrede, bleibt stehen. Und dass die Evangelisten diese schöne Geschichte erzählen und dieser Frau so viel Raum einräumen, ist einzigartig in der Menschheitsgeschichte, so eine Episode. Und man kann eigentlich gar nicht aufhören, Jesus allein schon dafür zu lieben. Also Jesus großzügig bis hin, und das war natürlich die großzügigste Art, sich selbst am Kreuz zu verschenken unter größten Schmerzen für uns. Jesus sagt selbst, kein Mensch hat eine größere Liebe für seine Freunde als der sein Leben gibt. Das heißt, ich zeige euch, wie groß meine Liebe zu euch ist, wie gerne ich euch habe. Gott liebt die Menschen und er ist kein fordernder Gott, er ist kein nehmender Gott, er will nicht unsere Energie absaugen, sondern er will uns freisetzen und uns beschenken und das sehen wir an Jesus. Meine siebte Erkenntnis zu Jesus, Jesus war Anti-Establishment. So, auch hier müssen wir ein bisschen Aufklärung leisten, denn es gibt ja so ein paar Theorien, wer hat denn Jesus auf dem Gewissen, wer hat ihn denn ans Kreuz gebracht? Waren das die Römer oder waren das die Juden oder haben die Christen sich da irgendwas ausgedacht? Meine Antwort, es geht überhaupt nicht darum, dass eine ethnische oder eine kulturelle Gruppe Jesus erledigt hat. Es waren die Mächte der Welt. Es war die Elite. Das war einerseits dieser, selbst von den Juden, total verhasste Hohepriester-Clan des Hannas und des Kaiphas, die sich große Ländereien unter Nagel gerissen haben, die sich die Ämter gegenseitig zugeschoben haben, die einen richtigen Hass auf Jesus und auch später auf seine Nachfolger hatten. Nicht nur der Hannas und der Kaiphas, sein Schwiegersohn, waren Hohepriester, sondern auch viele andere Söhne des Hannas. Und immer wenn ein Hannas-Sohn auf den Hohepriesterstuhl kam, später schon nach Jesu Himmelfahrt, hat er sich als erstes versucht, die Christen platt zu machen. War eine ganz komische, brutale, fiese Dynastie. Und wenn man andere jüdische Schriften liest, dann weiß man, auch die anderen Juden mochten die überhaupt nicht. Das war ein Mafia-Clan. So, zweiter Clan, zweite Dynastie, die gegen Jesus war, war die Herodes-Dynastie. Herodes der Große, könnte man seine Geschichte lesen, bei dem jüdischen Schriftsteller Josephus steht da ganz viel. Ganz furchtbarer Typ. War gar kein Jude, war Idumäer, halb arabisch. Irgendwie ganz komische Familie, wo auch jeder gegen jeden war, aber allen ging es um die Macht. Zu Jesu Zeiten war der Herodes Antipas, gerade der halbwegs starke Mann, war aber eigentlich ein Versager. Und auch der hat versucht, Jesus nachzustellen. Und die
dritte Dynastie ist, ich habe ja schon von diesen römischen Kaisern geredet, das ist die sogenannte die Julio-Claudische Dynastie. Von Caesar herkommt, seine Nachfolgen Caesar, Augustus, Tiberius und so weiter. Und das waren die Machthaber, deren Truppen dann ja auch in Israel, in Judäa und Galiläa stationiert waren. Das ist die dritte Dynastie. Auch das war eine Blutsaugerfamilie, das war eine böse Familie, die andere ausgebeutet hat. Das waren die drei Clans sozusagen, die gegen Jesus in Stellung waren. Der Pilatus war da nur ein ausführendes Organ. Interessant ist, als Jesus denen dann in der Passionsgeschichte vorgeführt wird, steht er ja einmal vor dem Hohepriester, sowohl dem Ex-Hohepriester Hannas als auch vor dem Kaiphas, dann vor dem Pilatus, zwischendurch auch vor dem Herodes. Und wenn das jetzt ein Krimi wäre, den sich einer ausgedacht hätte, würde Jesus jetzt eine super Rede vor jedem halten. Was macht Jesus? Er sagt gar nichts im Wesentlichen. Ein paar Worte. Er verschwendet gar keine Zeit an die. Er merkt, gegenüber den Mächtigen der Welt, denen hat er nichts zu sagen. Dasselbe ist auch mit den Intellektuellen, interessanterweise. Jesus beruft keinen einzigen ausgewiesenen Intellektuellen in seinen Jüngerkreis. Keinen Theologen, keinen ausgewiesenen Pharisäer. Warum denn nicht, kann man sich fragen. Nicht? Auch bei den frühen Christen ist es so, dass gerade viele Intellektuelle, viele Philosophen sehr hart mit den Christen ins Gericht gehen. Nicht? Warum ist das so schwierig zwischen denen? Und meine Antwort ist, dass geistige Besitzstandswahrung genauso ist wie eine wirtschaftliche Besitzstandswahrung. Intellektuelle sind oft stolze Menschen und Gott kann mit Stolz nichts anfangen. Jesus konnte nichts mit Leuten anfangen, die ihre eigene Idee hatten und wollten von ihm, dass er sich da hinten anstellt. Jesus hat Leute berufen und sich Leuten zugewandt, die offen waren für ihn, die offen waren zur Nachfolge. Noch eine tolle Geschichte von Jesus, die ich so ganz bezaubernd finde, auch wenn so ein bisschen streng erstmal ist, ist die vom reichen Jüngling und vom Zachäus. Die Geschichten spielen in der Bibel relativ nah aneinander. Reicher Jüngling kennt man, interessanterweise nennt die Bibel noch nicht mal seinen Namen, aber von dem verruchten Zöllner Zachäus schon. Da kommt so ein reicher VIP mal zu Jesus und sagt so ganz selbstbewusst, was muss ich tun, damit ich in den Himmel komme? Und er glaubt wohl, er kann das leisten und Jesus sagt ihm dann, kann ich dir sagen, verkauf alles, was du hast, folge mir nach. Und das kann der junge Mann nicht. Warum kann das der junge Mann nicht? Aus demselben Grund, warum viele Reiche, Mächtige und Weise Jesus nicht nachfolgen können, weil es Kontrollverlust bedeuten würde. Und Menschen, die die Illusion haben, sie kontrollieren das Denken und ihren Besitz und die Zustände, wollen das nicht aufgeben. Kurz nach der Reiche-Jüngling-Episode trifft er ja auf so einen Zöllner. Zöllner, damals maximal verachtet als einer, der mit den Römern kollaborierte. Der war jetzt auch noch ein kleiner Typ, der war jetzt nicht sonderlich ansehnlich. Interessanterweise lädt sich Jesus selbst bei dem zu Hause ein. Der Zöllner gibt sein ganzes Vermögen weg, folgt Jesus nach. Das heißt, die Marginalisierten, die haben einen Zugang zu Jesus. Und ich glaube auch, die nächsten Jahre, Jahrzehnte, wir werden es merken, dass viele Migranten, viele Hartz-IV-Empfänger, viele Hungrige werden sich auch in Deutschland Jesus zuwenden. Viele, die in der Illusion leben, sie haben ihre Karriere schön gemacht, sie sitzen in vielen Gremien drin, werden sich dem verschließen. Also Jesus, siebte Erkenntnis, Anti-Establishment. Achte Erkenntnis, Jesus, und das muss man noch mal erklären, weil es nicht selbstverständlich ist, Jesus war allmächtig. Und das ist wichtig, weil immer wieder auch in der Theologie seit 300 Jahren Leuten eingeredet wird, auf die Wunder käme es nicht so an. Jungfrauengeburt, Heilungswunder, Speisungswunder, Auferstehung, nicht so wichtig, das sind Bilder, das haben sich die Leute damals so vorgestellt. Nein, es sind keine Bilder. Wunder, und sie werden explizit auch im Neuen Testament so genannt, das sind nicht irgendwelche übersinnlichen Geschehnisse, an die naive Leute glauben, es sind Machtzeichen Gottes. Wunder sind der Göttlichkeitsausweis von Jesus. Mit Wundern legt Jesus seinen Ausweis vor und sagt, guckt euch den Stempel an, ich komme von Gott, weil Gott nicht von uns blinden Gehorsam erwartet. Er erwartet nicht, dass wir ihm glauben, ohne dass Gott in die Vorleistung geht und uns Erfahrungen schenkt, die diesen Glauben substanziell begründen. Deshalb an den entscheidenden Stellen in der Bibel, das ist im Alten Testament Auszug aus Ägypten, Einzug ins gelobte Land, und im Neuen Testament die Inkarnation und das Leben von Jesus, zeigt Gott durch Wundertaten, dass er dahinter steht.
Und deshalb ist natürlich das Auferstehungswunder als das dramatischste Wunder so unglaublich wichtig. Und ich sage das nochmal allen, nicht nur hier im Raum, auch die an ihren Computern zugucken und die im Religionsunterricht oder in der Kirche Pfarrer, Religionslehrer haben, die was anderes erzählen. Wer nicht an die Auferstehung Jesu von den Toten glaubt, ist kein Christ. Da gibt es überhaupt gar keine Ambiguität, da kann man sich auch nicht durchlavieren. Das Grab war leer, Jesus war als Person wieder lebendig, die Jünger haben ihn gesehen und das bezeugt. Und das hat sie in die Lage versetzt, umzuschalten, von totaler Ängstlichkeit und in die Offensive zu gehen. Also achte es nochmal mit Nachdruck. Jesus war allmächtig, was sich übrigens auch in seinem Kreuzestod gezeigt hat. Denn Macht hat nur der, der sie auch loslassen kann und nicht missbrauchen kann. Jeder andere, der die Kompetenz Jesu gehabt hätte und direkten Draht zu Gott, aber nicht Gott gewesen wäre, wäre vom Kreuz runtergestiegen. Hätte sich das nicht gegeben. Die neunte Erkenntnis betrifft jetzt dann schon die frühe Christenheit, aber auch die Zeit von Jesus. Christen und Christus waren nicht sonderlich beliebt. Man glaubt ja manchmal heute, Christen würden sich in so einem Beliebtheitswettbewerb befinden, wenn wir nur noch ein bisschen attraktiver wären und schöner aussehen würden und noch ein bisschen freundlicher und uns noch mehr kümmern würden und noch empathievoller, dann würden uns die Christen, die anderen Leute die Bude einrennen. Das war bei Jesus nicht so. Ja, erstmal war das Volk begeistert von dem, was er gemacht hat, aber dann kamen die anderen einflussreichen Persönlichkeiten, haben ihren Spin da reingegeben und dann ist es mit dem Volk so wie bei uns auch heute, Menschen sind beeinflussbar. Und am Ende, am Kreuz, war Jesus wieder ziemlich allein. Und das war bei den frühen Christen auch. Das, nach Pfingsten steht ja, sie waren bei allem Volk beliebt. Nicht? Das war erstmal ganz toll und die Leute sahen, wie die Christen freundlich waren und da passiert ein Wunder. Aber dann sind der Hohepriester und die anderen aus ihrer Schockstarre aufgewacht und haben Druck gemacht und dann waren die Christen schnell wieder allein. Und das war im Römischen Reich auch so. Warum sind Christen oft nicht beliebt, wenn sie doch Gutes tun sollen, wenn sie doch verständnisvoll sein sollen, keine Gewalt anwenden sollen, Nächsten lieben sollen und es auch tun? Weil Christen und weil Jesus den Status quo stören. Den religiösen Status quo. Das war immer ein Ärgernis im Römischen Reich, weil wo es neue Christen gab und die sich bekehrt haben von ihrer alten Religion, waren die Tempel auf einmal leer. Und keiner opferte mehr und keiner kaufte mehr Opferfleisch. Und da gingen Verkäufer von Opferfleisch in die Pleite und die wollten das aber nicht. So, weil Christen den moralischen Status quo herausfordern. Nicht mit ihrer Ansage, dass man bitteschön nur in der Ehe Sex haben soll, und das war den ersten Christen tatsächlich wichtig, passte nicht ganz zu dem römischen Ansatz, mal hier mit dem Sklaven und da was zu machen. Das hat viele verärgert. Und Christen haben den kulturellen Status quo herausgefordert, wo es nämlich einflussreiche Philosophen waren, die viel Geld genommen haben, dass man bei ihnen in die Schule ging und die Christen sagten, nee, die Weisheit gibt es bei uns und zwar für lau. Interessant finde ich, dass die frühen Christen sich auch gar nicht so eine große Mühe gegeben haben, ums Verrecken beliebt zu sein. Ganz toll, also eine Geschichte wird oft überlesen, Paulus vor Felix und Drusilla. So, das ist 30 Jahre nach Kreuzigung und Auferstehung, Apostel Paulus, großer Missionar, ist wieder mal im Knast. Und in diesem Fall ist er im Knast bei dem Nachfolger von Pilatus, einem Nachfolger von Pilatus, dem Felix. Der Felix galt auch bei den Römern als super korrupt, einen, den es nur um die Kohle ging, dem hat nichts anderes interessiert, ob er beim Paulus noch ein bisschen Geld abpressen kann. Der Felix war verheiratet mit einer Nachfahrin vom Herodes, mit der Drusilla. Die Drusilla war die Schwester von der Berenike. Die Berenike war sowas wie die Kim Kardashian der damaligen Zeit und die Drusilla war sowas wie die Kylie Jenner. Also nicht ganz so hübsch, nicht ganz so bekannt. Und die waren total hübsch und waren mehrfach verheiratet und waren sexy und waren viel unterwegs und waren so ein bisschen für ihren wilden Lebenswandel auch berüchtigt. So, und die Drusilla war jetzt mit dem Felix halt verheiratet und Felix und Drusilla holen sich den Paulus mal her, der soll ihnen eine Predigt halten. Wenn jetzt ein moderner Typ den Paulus vorher gebrieft hätte, hätte er gesagt, Paulus, jetzt ganz niedrigschwellig da rein. Erzähl mal ein bisschen Spiritualität. Die Drusilla ist vielleicht für so Esothemen ein bisschen offen. Felix, kannst du ein bisschen über Politik, du kennst dich ja aus im Römischen Reich, erzählst ein paar Geschichten.
Und dann steht schönerweise, kann man nachlesen, 24. Kapitel Apostelgeschichte, und Paulus redete zu ihnen von der Gerechtigkeit und der Keuschheit und dem jüngsten Gericht. Und dann steht, und Felix hat ihn dann wieder ins Gefängnis geschickt. So, finde ich toll, dass den Christen das jetzt gar nicht so wichtig war, dass sie gepunktet haben, weil sie wussten, hinter uns ist eine große Kraft. So, 10. Erkenntnis. Christen waren und sind nicht perfekt. Sie sind nicht Jesus. Sie sind nicht fehlerfrei. Das hat Jesus auch gar nicht anders erwartet. Die drei Stützen der frühen Christenheit sind der Petrus, der Paulus, der Jakobus. Petrus, der Jünger, Paulus, der Spätberufene, der früher Pharisäer war und Christen verfolgt hat, und Jakobus, der Bruder oder Halbbruder von Jesus. So, alle drei haben einen ziemlich miesen Track Record gehabt, weil der Petrus war der Verleugner, das wussten auch alle, dass er in der entscheidenden Situation Jesus verleugnet hat. Paulus war der Verfolger, der hat Christen drangsaliert, verfolgt, vielleicht auch einige auch wirklich zu Tode gebracht. Und der Jakobus war einer gewesen, der, als Jesus noch gewirkt hat, hat er das überhaupt nicht ernst genommen und sich lustig drüber gemacht. Und diese drei nicht perfekten Leute bauen die Christenheit quasi auf und machen dabei auch Fehler. Da ist auch die Bibel ganz frank und frei. Und das geht dann auch in der weiteren Geschichte der Christenheit so, dass es nicht perfekt zugeht, weil Jesus es angekündigt hat. Jesus hat ja das berühmte Geschichte erzählt, das Gleichnis von einem Bauern, der so eine Saat aufgehen lässt, und da gibt es dann auch Unkraut. Und da kommen dann die Knechte von dem Bauer und sagen, jetzt die schöne Saat, da gibt es richtig tolle, pralle Ehren, aber da ist auch Unkraut, sollen wir das Unkraut rausjäten? Und dann sagt der Herr, nee, mach das nicht, aus Versehen reißt er dann vielleicht auch die guten Halme da raus, sondern wartet mal und dann wird das alles abgeerntet und dann sieben wir aus. Das heißt, das wird Gott irgendwann machen. Das heißt, Jesus hat angekündigt, es wird immer wieder auch innerhalb der christlichen Szene Gegenkräfte geben. Und das finde ich das Tolle. Ja, es gab die Kreuzzüge und die Inquisition. Ja, es gab die machtversessenen Renaissance-Päpste. Ja, es gab im Dritten Reich die bösen deutschen Christen. Aber, jetzt komme ich zum 11. Punkt, trotz aller Fehler transformieren Christen die Welt auf eine einzigartige Art und Weise. Man kann jetzt ja mal bei sich selbst die Probe aufs Exempel machen und sich fragen, wer kennt einen brutalen Kreuzzügler oder Hexenjäger mit Namen? Mal einen nennen. Ich muss sagen, ich müsste jetzt nachdenken, jetzt wird mir jetzt keiner einfallen. Mir fallen aber aus der Zeit Hildegard von Bingen und Franz von Assisi und Elisabeth von Thüringen und Meister Eckhart und noch 20 andere tolle Leute an. Ja, wie kommt denn das? Renaissance-Päpste, ja, Julius II., Alexander VI. Kennt man vielleicht, aber sonst auch nicht viel. Vor allem aber kennt man aus der Zeit Luther, Zwingli, Calvin, Teresa von Avila, Ignatius von Loyola, ein Haufen tolle Typen. Nazi-Zeit, bitte mal Namen nennen, ein deutscher Christ. Kennt man da noch einen? Wird noch einer verehrt irgendwo? Wird noch eine Straße nach einem benannt? Nein, aber nach Sophie Scholl, nach Dietrich Bonhoeffer, nach Maximilian Kolbe, nach Paul Schneider, die verehren wir heute. Mit anderen Worten, ja, es gab immer was Schlimmes, es gab, und das macht das Christentum so schön und einzigartig, immer die Gegenbewegung, die sich nachher durchgesetzt hat. Interessanterweise. An jeder Stelle hätte man ja stecken können, bleiben können im Bösen. Wir stehen aber hier und verehren diese anderen, weil sich das Gute durchgesetzt hat. Und eins kann ich euch sagen, wenn wir jetzt die Bilder sehen aus Lesbos, und die Rufe hören, die Flüchtlinge zu versorgen und herzuholen. In der römischen Zeit hätte man sich höchstens überlegt, wie man die als Sklaven herholen und ausbeuten könnte, aber nicht, wie man Hilfsgüter hinschickt und die herholt und denen Jobs gibt und sich um die kümmert. Das kommt aus der Christenheit. Nicht? Und wer immer versucht, auch unsere Geschichte zu kriminalisieren und schlecht zu machen, der muss einfach mal eine Antwort dazu finden, warum es ausgewiesene Christen in der Malerei waren, die großen Trends gesetzt hätten, wie Rembrandt und Michelangelo und Cranach und Dürer und Caravaggio und Caspar David Friedrich und William Blake und ich könnte noch ganz viele andere nennen, oder in der Musik Bach und Händel und Vivaldi und Haydn und Bruckner und Mozart
und Johnny Cash und Aretha Franklin und U2 und in der Literatur Dostojewski und Gogol und Selma Lagerlöf und die Bronte-Schwestern und Emily Dickinson und Jane Austen und Daniel Defoe und Jonathan Swift und Dante und sonst und Petrarca und was weiß ich noch wen und in der Philosophie Kierkegaard und Pascal und Chesterton und Boetius und Augustinus und Franz von Thomas von Aquin und Bonaventura und in der Wissenschaft Kepler, Kopernikus und Robert Boyle und Isaac Newton und Max Planck und noch ganz viele mehr. So, und die Abschaffung der Sklaverei, Einführung der Gefängnisseelsorge, Armenfürsorge, allgemeine Krankenpflege, allgemeines Schulwesen, alles christliche Errungenschaften. Fürwahr, Jesus hat nicht nur Jenseitsvertröstung gebracht, sondern die Welt transformiert. Jetzt komme ich zum letzten, zu der letzten Entdeckung. In der Literatur, aber auch im wirklichen Leben gibt es ein Prinzip, das nennen Psychologe die Höhepunkt-Schluss-Theorie. Das heißt, wir bewerten ein Erlebnis danach, wie der Peak war und das Ende. Also Urlaub, irgendwie ein ganz toller, zwischendurch mal ein ganz toller Ausflug und dann am Schluss nochmal richtig schönes Essen und so, das war ein toller Urlaub. Und im Film ist es dann so, oder in einem Buch, ganz emotional packender Mittelpunkt und am Schluss dann auch noch ein Finale, was uns berührt. Und deshalb ist interessant, wie ist das denn in der biblischen Offenbarung? Was ist denn da der Höhepunkt, was ist der Schluss? Höhepunkt, klar, Kreuzigung, Auferstehung, würde man schon sagen. Jetzt könnte das Ganze danach aber ja so ein bisschen wegplätschern. Das hätte ja mit den Briefen dann aufhören können. In vielen Bibeln ist ja der letzte Brief der Hebräerbrief. Ja, ist gut, lese ich auch gern, aber so als Finale, so ein bisschen kraftlos. So, und dann, das finde ich ja so toll, und ich glaube tatsächlich, der biblische Kanon hat sich jetzt ja nicht zufällig zusammengestellt, sondern da war auch Gottes Geist am Wirken. Am Ende haut Gott mit dem Buch der Offenbarung ja noch so richtig einen raus. Also das hört nicht mit so ein bisschen Liebeslyrik aus, sondern mit so einer richtigen Kabinenansprache, das totale Feuerwerk in einer Zeit, die ungefähr so ätzend war wie die 60er Jahre des ersten Jahrhunderts, die ich beschrieben habe. Böse Kaiser, Verfolgung und on top gab es noch ganz viel Streit unter Christen. Und es gab ganz viele, die entmutigt waren und gedacht haben, jetzt ist eigentlich vorbei, das geht nicht mehr lange. Und da schenkt Gott einem Menschen namens Johannes eine Vision. In der Vision führt er ihn quasi in die Kommandozentrale des Himmels und zeigt ihm Jesus in seiner ganzen Gewalt und Macht, der alles unter Kontrolle hat. Und er zeigt diesem Visionär Johannes, ja, es gibt noch viele Kämpfe. Es ist nicht einfach. Es wird weiter Verfolgung geben. Es wird auch unter euch Streit geben. Aber Jesus gewinnt. Und das möchte ich uns zum Schluss einfach nochmal zurufen. Ich bin jetzt kein Prophet, sondern Nachrichtenmann. Man braucht aber kein Prophet sein, um zu wissen, dass es in den nächsten Monaten und Jahren viele Schlagzeilen geben wird, die unangenehm sein werden. Wirtschaftlich, politisch, vielleicht sogar militärisch. Und wo man auch als Christ verzagt sein wird und nicht mehr so richtig glauben will an die Erfolgsgeschichte von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und das möchte ich euch einfach zurufen zum Schluss. Ihr könnt an diese Geschichte glauben, weil die viel wirklicher sein wird als alles andere. Und die Bibel hört ja auf mit diesem schönen Schlusssatz. Die Gnade unseres Herrn Jesus sei mit euch. Bei Gnade steht da das Wort Charis, das kann man auch übersetzen. Die Freude oder Fürsorge oder ich würde mal sagen, die liebevolle Umarmung Jesu Christi sei mit euch. Ihr dürft euch von Jesus umarmt fühlen. Er hält euch im Arm und er hält diese Welt im Griff. Und das ist eine Erfolgsgeschichte. Vielen Dank.